Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu All World, wo ich schnell machen musste mit dem Folgenwechsel, weil, ne, ja, Zeit läuft. So, einmal abdocken bitte. Und jetzt geht der ganze Spaß von vorne los. Ist ein bisschen grindy, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich alles hochlade, aber mal so ein, zwei Folgen. Kann man mal machen. Mann, es ist oft dasselbe. Den Boss haben wir noch gar nicht gesehen bis jetzt. Weil wir so lange einfach noch nie überlebt haben. So weit möchte ich auf jeden Fall kommen. Oh, what? Gerade ein bisschen erstaunt, wo es ist. Zeit vergeht. Mitkommen. So, dann. Auf jeden Fall mal das Laser-Upgrade. Haben wir noch 10? Ey, komm, nehmen wir die Feuerrate. Und warten einfach die... Ja, komm. Ich dachte, die kommen von da. Jawoll. Nicht abgegeben. Mining Speed ist wichtig. Wir sollten eigentlich voll auf Mining Speed gehen. Ich glaube auch, dass das mehr Zeit spart, als wenn ich in der Mine schneller unterwegs bin. Ich brauche bei jedem Block kürzer. Und der Mine muss der Weg schon weit sein, dass mir da so 10% Movement Speed was bringen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt 40 Minuten gespielt. Ich bin quasi Experte. War da unten noch was? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh shit. Komm, das bringen wir noch weg. Und zurück. Dahinter ist was Gutes, das spüre ich. Ja, ja, bin ich schon unterwegs. Gibt's auch die Rakete? Piu! Na gut, ist wahrscheinlich besser gegen große Gegner, als so einen kleinen rauszunehmen, ist jetzt nicht die Glanzleistung des Jahrtausends halt. Movement Speed, weil ich spar da drauf. Ich spar da drauf. 5 Sekunden mehr, bis die nächste Welle kommt, kostet 4000 das Upgrade, ne? Wir werden jetzt schon, also 5 Sekunden werden jetzt schon um. Das ist halt nicht viel. Mal da, dass da was Gescheites drin ist. Und nicht so ein komisches Energiestationsding. Also auch die Upgrades versaut, weil die Upgrades dann woanders angelegt werden. Da kann ich durch, kann ich aber gar nicht. Hä? Ach gut, es ist rot, bevor man quasi voll ist. Also es ist erst rot, wenn man, ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr doch, was ich gemeint habe. So, was ist es jetzt? Zack, you found a bomb. What? Every 90 seconds, bomb. You can pick it up and carry it down the mine if you let go of it.
The bomb will explode after a countdown blasting all blocks nearby. So, an sich sage ich da mal nicht nein, ne? Halt, ja, das können wir uns leisten. Und dann können wir gucken, was noch für Waffen übrig ist. Rotation Speed ist, na, Damage wäre gegen die Dicken auch nicht schlecht. Und noch kommen die Kleinen. Machen wir mal Rotation Speed. Noch kommen die Kleinen. Erste Spawn so dicker. Ja, es sind mehr kleiner als dicke. Hat jetzt als kein Ding. Hier. Zack. Zack. Ganz vergessen, dass wir die Rakete haben. Nehmen wir mal eine Bombe. Probieren wir die mal aus, ob die was bringt. Man muss halt immer mitnehmen, ne? Also, wenn du nah am Spider bist, okay, bringt's vielleicht was, aber so. Weiß ich nicht. Okay, wenn man den Gang dafür vorbereiten würde und dann die Bombe reindroppt, ist schon nicht schlecht. Vielleicht kann die auch so Steine instakillen, wie die Grünen, die wir letzte Runde hatten, wo man dann ein bisschen länger braucht zum Minen. Das wäre echt angenehm. Oh ja, der Laser. Mm. Oh, Waffe. Schnell, die holen wir uns noch. Schnell, 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 schnell. Ella! Los zurück! Mach inne! Was ist das? We found a shotgun, a weapon with a high spread and low rate of fire. Extremely effective up close. Das ist schön. Sieh doch da rechts rum, ne? Da geht's nirgendwo mehr hin. Wie auch immer die alten Spider hier reingekommen sind überhaupt. Er muss hier raus. Wir müssen noch einmal rein den Scheiß da hinten holen. So eine Scheiße. Oh. Ich muss raus. Ich muss raus. Wir könnten die Shotgun erstmal ausprobieren, ne? Gegen den kleinen Scheiß ist gar nicht so schlecht. Feuerrate ist auch nicht so schlecht, wie befürchtet. Halt. Den nehmen wir schnell. Können wir für die Shotgun noch. Wir können jetzt auch die Bombe upgraden. Okay. Ich glaube, das wäre verschwendete Zeit. Verschwendete Ressourcen. Feuerrate der Shotgun. More Damage. Mehr Kugeln. Aber ich bin ein Freund vom Mining hier. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Gerade so am Anfang. Wenn wir jetzt schneller zu den Ressourcen hinterkommen. Bisschen mehr Speed. Wenn man die Hälfte einfach in der Mine hat liegen lassen, dann bringt es natürlich auch nicht. Hätte ich die Rakete abschießen. Ah, nicht. Nee. Rakete nicht remote abschießen. Natürlich ein bisschen schade. Die wollte ich jetzt nicht liegen lassen, ne? Das ist ja schon noch ein bisschen was. Mal laufen wir die Wand hoch. So. Und ich behalte die Shotgun mal. Fällt mir eigentlich ganz gut. Warum das Geräusch? Geräusch macht Spaß. Da ist eine Mine. Rein da. Zack. Ah, wieder so ein Ding hier. Was a great flute. And isn't that proof that the wall is not infinite? Well, let me put it this way. Who told you that the wall was flooded to the very foundation? Wie kann eine Wand geflutet sein? Kann man das im Moment erklären? Oh no, das sind Wolken. Wir holen uns hier trotzdem noch kurz rein.
Kommt her. Mach euch platt. Ich kann nicht weiter schießen. Oh, aber dagegen den kleinen Scheiß hier. Perfekt, oder? Ich meine, das spawnt ja auch nur so kleinen Scheiß, also. Wir wollen darauf, also mit der Shotgun kann man auch gut auf ihn schießen, ne? Wollte ich damit sagen. So, jetzt machen wir mal die Bombe. Mal sehen, ob die jetzt so viel gebracht hat. Zweifel ist fast, in der Zeit hätten wir das abgebaut gehabt, Alter. Ja, die Dinger weiß ich nicht für die für Spider, ne? Also derzeit, wo wir die Bombe geholt haben, hätten wir das und mehr abgebaut. Rein da. So, wir bekommen you found Schematics 500 what? Ach, für die Bombe, okay. Ja. Jetzt ist sie vielleicht ein bisschen besser, die Bombe. Aber die macht auch Damage, also sie macht keine Insta-Kills auf Steine. Hier ist eine kleine Mine, die haben wir schon fast leer. Hat eh nicht alles reingepasst. Einmal kurz den Scheiß da reinschmeißen, so. Und dann nochmal das hier. Renn damit. So. Upgrades. Wir bräuchten... Wo haben jetzt die grünen her? Achso, die waren in dem einen Ding, von wo die Schriftrolle drin war, ne? Was haben wir hier? Drill Range. Ja, das ist ja nicht schlecht. Mehr Ressourcen droppen ist auch nicht schlecht, aber ich hätte lieber das hier. Brauche ich aber grüne Steine. Lilane werden wir noch bekommen. Was sagen wir, upgraden die Shotgun, ne? Bin echt happy mit der Shotgun. Das kostet ja auch gar nichts hier. Das nehmen wir, dann docken wir ab und weiter die Wand hoch. Kommen eh gleich zwei Wellen. Hoffentlich schaffen wir die. Bis über den Wolken so ein Ding, ne? Ist auch gegen die Großen nicht schlecht. Boah, richtig nice. Ja, gefällt mir doch sehr gut hier. Nehmen wir mal die neue Bombe aus. Da. Boah, die war jetzt schon deutlich besser. Oh. Immer her damit. Gratis Upgrade. Ja, gucke mal, das ist doch für die Shotgun, oder? Feuerrate und mehr Dinger in einem Schuss, mehr Kugeln, das ist nice. Nehme ich auf jeden Fall. Alter, dass die immer eben so vorbeisausen. Wollt da rein und nicht raus. Ich finde die kleinen Minen fast besser als die großen, ne? Ein schnelles Upgrade, das man gratis bekommt. Und man muss nicht so weit laufen. Innerhalb von einem Angriff haben wir jetzt komplett die Mine leer gemacht. Fällt der Schnee runter. Ja, die Rakete habe ich gerade ganz vergessen, dass wir noch haben. Ich will auch noch Upgrades gucken, aber warten wir mal. Vielleicht finden wir gleich eine Mine mit grünem Zeug. Das wäre gar nicht schlecht.
Ah, sogar Splash Damage, ne? Ja, weißt du was, wenn ich mir das gerade so angucke, was da alles kommt? Machen wir vielleicht doch das hier. Fire Rage. Boah, sind das viele! Boah! Uiuiui! Das halbe Leben weggezickt. Mit einem Angriff. Und vielleicht waren es jetzt beide Angriffe zusammen. Aber wir sind durch die Wolkendecke durch. Wahrscheinlich waren es beide zusammen, ne? Und jetzt hier auch. Sind es Pflanzen? Ja, eingeschneite Pflanzen an der Wand, ne? Das ist cool. Und dieser Parallax-Background. Hochkant. Mua. Und schnell rein da. Was ist das denn bitte? Oh, what? Das habe ich noch nicht mal in einem der Videos gesehen, die ich geguckt hatte. What? Interessant auf jeden Fall. Sehr cool. So, was können wir damit machen? Was ist das für Material? Können wir damit reparieren? Nein, das ist... Was ist denn das? Gibt's hier gar nicht. Was ist das für Material? Hier gibt's das. Zwei. Der Ultra... Also... Material, das man ultra selten braucht, möchte ich mal sagen. Das wäre schon huge, das Ding hier. Bräuchte man erst das, dafür bräuchten wir erstmal grüne. Ja, reparieren können wir damit auch nicht. Das ist schlecht, tatsächlich. Bombe können wir damit verbessern. Und die Shotgun. Die Shotgun können wir damit verbessern. Das haben wir gefunden. Piercing. What? Ja, gut, wir machen es trotzdem leer, ne? Natürlich. Weil wir halt können. Oje. Okay, wir gehen jetzt trotzdem noch mal rein. Ich habe noch keine neue Bombe. What? Wir auch relativ langsam. Guck mal, der bringt ein Ding, bringt da. Wir sind auch ziemlich. Bringt ziemlich viel von dem Weißen, die Teile. Also habe ich hier vorbereitet für die Bombe. Wieder eine Bombe reinschmeißen. Dann unten weitermachen. Eigentlich will ich das Upgrade hier drin finden. Oh yes.
Gut, das sieht dann am Gang für eine Waffe aus, als wenn wir nicht mehr schaffen, da reinzugehen. Scheiße. Okay. Wir müssen rechtzeitig da sein, sonst war das die letzte Runde. In der Mine. Das müssen wir jetzt noch überleben. Wir können halt nichts reparieren. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Was ist denn da für Material? Können wir noch was verbessern, damit wir jetzt den Kampf besser überstehen? Müssen wir eigentlich fast machen, ne? Fast eher Damage und mehr Ding nehmen als Feuerrate. Auch wenn wir das besondere Zeug dafür haben. Ja, okay. Wunderbar, die Shotgun. Aber die gefällt mir ja richtig gut. Da nehmen wir eine Bombe mit. Haben wir eine? Ah ne, 90 Sekunden. Ach, so eine Scheiße. Wir uns erstmal zu der Waffe durch. Also das nehmen wir natürlich noch mit. Ich glaube, wir verlassen die Mine dann, nachdem wir die Waffe haben. Obwohl die Shotgun schon geil ist. Weiß ich nicht, was wir jetzt noch geileres finden könnten. Weil wir brauchen den Kram hier drin einfach nicht. Ich würde hier gerne weiter abbauen. Wow, nice. Was haben wir denn da? You found a cluster grenade launcher. What? Wenn ich mir so überlege, könnte doch geil sein, so ein cluster grenade launcher. Wir hauen ab. Eine Bombe noch mal rein. Komm, eine Bombe noch mal rein. Das müssen wir machen. Einfach für den Kram. Viele Ärzte haben wir jetzt auch gar nicht mehr. Hier drin wahrscheinlich. Wenn da Sachen dabei wären, die wir gerade brauchen, dann würde ich auch die Mine leer machen, aber so weiß ich nicht. Boah. Nice. Ja, die haben nicht getroffen, oder was? Warte mal, was machen die? Oh, die explodieren, okay. Leute, das ist sehr schlecht. Wow, Leute. Boah, Shotgun ist hier richtig gut gerade. Wir bleiben bei der Shotgun. Boah, Junge, hat die uns gerade den Arsch gerettet, die Shotgun, ne? Also Selbstmordviecher, hä? So ein fetter Arm einfach aus der Wand rausguckt. Was? 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 Zeit ist abgelaufen. Wir haben es zum Boss geschafft. Yeah. Oh fuck. Ich glaube, muss die Waffe wechseln. Kann mich gar nicht bewegen. Kann ich mich nicht bewegen. Nicht laufen, weil wir an der Mine angedockt sind. Macht Sinn. Hui!
Okay, ja, gut. War zu erwarten. Zack, jetzt haben wir den Boss auch mal gesehen. Ich gerne auch die Biene mitgenommen. Schade, schade. Macht mehr Schaden, die Rakete? Ja, gut. Schaden war eigentlich okay. Die Abklingzeit war eher das Problem, ne? Spider Speed. Nicht Schaden. Ach komm, wir nehmen das hier mal, dass es drei rein drillt. Was ist das hier? Dreambox Next Level. Gut, 10 Blöcke. Ja, dann macht's schon Sinn tatsächlich, würde ich sagen. Und da gehen wir auch direkt wieder rein. Gucken wir doch mal. Weil das spart auch enorm Zeit, würde ich mal behaupten. Brrrt. Ja, nice. Das wäre jetzt optimal mit Bombe. Da könnte man die Bombe nämlich direkt weit in die Mine reinbringen. Und das ohne zwischendurch noch was zu machen. Irgendwie cool, wenn man Waffen findet oder auch Standardwaffen ändern könnte, ne, wenn man die Waffe findet, weil jetzt sind wir wieder mit der normalen Machine Gun dabei. Mal sagen kann, man kann eine Standardwaffe haben und die kann man ändern, wenn man neue gefunden hat. Gut, dann macht es aber irgendwann keinen Sinn mehr, Waffen zu finden. Lohnt sich auch gar nicht, nochmal in die Minen zu gehen. Auf jeden Fall das und dann sparen wir auf den da. Perfekt. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Und noch welche? Von unten, okay. Okay, okay. Wir sind halb da, bis ich die Waffe gedreht habe. Hui. Ach, perfekt. Oh, wunderbar. Movement Speed und Drilling Efficiency. Wir können jetzt richtig. Oh. Das ist gut, wenn man noch nicht so ein Add-on dabei hat. Oder auch eine zweite Waffe. Weil dann gehen die Upgrades auch direkt in den Suit oder in den. Die Standardwaffe halt, ne? Wir gehen mal hoch. Das lief letztes Mal deutlich besser, als nach unten zu gehen. Zack. So, das sollte reichen. Um mir nochmal ein schönes Upgrade zu kaufen. Das hier. Ah, und den Rotation Speed, den nehmen wir auch noch mit, weil der lohnt sich schon. Ich glaube, es ist immer ganz gut, so 2 Runden pro Folge, ne? So eine Runde geht 20 Minuten mit ein bisschen Pause, wenn man was upgradet oder so. Mal so bei 40 bis 50 Minuten pro Folge. Bisschen lang vielleicht, aber ein Run kann ja auch schneller vorbei sein, wenn man nicht bis zum Boss kommt, obwohl es jetzt wahrscheinlich immer öfter vorkommen wird, dass wir bis zum Boss kommen. Logisch, weil wir halt immer besseren Kram kriegen oder schneller besseren Kram kriegen. Ah, perfekt. Was haben wir hier Schönes? 10% mehr Damage, ja. Nicht der krasse Scheiß, aber ist okay. Nehme ich gerne mit.
abdocken und weiter hoch. Durch den Regen. Kann auch keiner die Wand runtergefallen ist einfach, ne? Ich nehme es zurück, dass drei Dinger reindrillen macht ja nicht so viel Sinn, aber jetzt mit 10 spart das schon viel Zeit. Boah. Die Butter. Die Butter machen wir das hier. Wunderbar. So, was brauchen wir dafür? Oh, mehr Ressourcen. Muss man nehmen. Den Rest brauchen wir halt schon krassen Kram hier, ne? Viel Kram. Alter, wir gehen mal ein bisschen auf die Waffe, damit wir jetzt nicht direkt gleich wieder überrannt werden. Feuerrate. Das. Ja, schön den großen rausnehmen, sehr gut. Die Rakete hat getroffen. Und zurück in die Mine. Hui. Ah, wunderbar, ein Upgrade. Gibt wirklich in jeder Mine was, oder? In einer der grünen gab es nichts. Okay, 5% Chance für Ressourcen. Ja, sagt man nicht nein, ne? So, ablegen. Piu, 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 Wolken. Naja, easy peasy. Stimmt, nicht mehr viel neuen Kram geholt. Gar kein Angriff? Zeit ist aber eh gleich voll. Ich laufe einfach mal weiter. Also nicht in die Gegner rein, würde vielleicht schon helfen. Boah. Doch, es sind wieder so viele auf einmal, ey. Weil jetzt durch die Wolken sind. Scheiß auf den kleinen Kram, ist erstmal hier. Den Himmel ziehen, sind wir direkt weg. Boah. Hör ernst, Alter, wir sind gleich tot. Alter, was sind das für Wellen? Dass es überlebt hat. Alter. Nein! Oh. Hab ich gesagt, 2 Runden pro Folge? Ja, nice, ne? Oh Mann, warum waren das jetzt so viele? Wir können uns nicht mal was leisten. Wir können die Wand so ein bisschen schneller hoch. Und das Dash up, das Dash down. Kaufe ich jetzt mal. Dann dashen wir die Wand runter. Und wie gut wir dashen können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, danke fürs Zusehen, ciao.